Ich kämpfe schon wieder gegen Troy. Ah. Mal wieder. Wieso? Spiel! Wieso? Wieso packst du mir jetzt Groudon in die Fresse? Wieso? Das Normale oder das? Das Normale. Achso. Vielleicht kriege ich jetzt Kyogre. Oder Rayquaza. Möchtest du irgendwas mitnehmen, was dir gerade gefehlt hat im Team? Ich weiß nicht, was mir gefehlt hat. Ich auch nicht. Eigentlich hat mir nichts gefehlt. Potrot. Weil Tanky. Hust, hust. Ja. Aber... ich weiß nicht, was ich dafür rausschmeißen will. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas anderes mit einem anderes Item den Pullern geben soll, aber irgendwie. Obwohl. Ja, ich möchte diesen Stein zertrümmern. Eigentlich ist Nidoking das sehr viel besser, die. Nein! Was ist los? Was? Nein! Ach so. Sag nicht auch so! Du bist schon mal gegen Isso gestorben! Das stimmt. Aber ich denke, ich sollte schneller sein. Wir haben sogar Licht am Fahrrad. Ich würde mich einfach wieder voll heilen, so wie es ist, gleich wieder reinlaufen. Hast du genug Tränke dabei? Ja. Habe ich. Ich habe jetzt Nidoking die Offensivweste gegeben. Okay. Dann gib jetzt die Flinkklaue. Empoleon. Ich verteile erstmal nochmal ein paar Beeren. Bei Abschlag sind Bären halt tödlich. Ja. So, hat keine Wirkung. Ich sollte vielleicht doch aufgeben. Das stimmt, dann sind Bären tödlich. Vor allem, dass sie, glaube ich, nicht abgeschlagen werden können. Richtig. Sie hat einen Beleber bekommen. Oh. Ne, ich verkaufe erst meine Sachen wieder, wenn ich sie brauche. Aber wenigstens hast du daran gedacht, dein dumm Ise nach vorne zu setzen. Natürlich. Das wäre Verfolgung. Und ich bekomme, was wäre was passiert. Eigentlich sind wir unter Level für den Typen. Ja, sind wir. Man kann es im Spiel auch nicht recht machen, ne? Natürlich nicht. Aber kriegen wir irgendwie hin. Ja. Wow, was war das für ein Schrei? So, ich fahr wieder hoch. Bist du schon oben? Ja. Bin kurz davor, in den Kampf zu gehen. Und ich leade mit Empoleon. Kann man die Animation überspringen? Nein. Nee. Das ist eine schöne Aussicht. Ich will nicht schon wieder gegen den Typen. Ich will eigentlich Shana mitnehmen. Ich auch Lichtel. Wollen wir sie mitnehmen? Nein. Okay. Ich bin jetzt an der Animation vom Typen. Und? Kann man sie überspringen? Nö. Ich habe übrigens... warte mal, geh mal kurz in die Einstellung. Ich habe den, Menü, Optionen, ich habe den Text wieder auf 3 geändert. Okay. Habe ich auch.
Das ist sehr viel angenehmer beim Durchskippen der nutzlosen Gespräche. Ist hier der Boss? Ja. Maschine? Ich glaube, du hast irgendwas Gutes nach vorne gepackt. Ich hab Dominsel vorne, ja. Ich kämpf schon wieder gegen Troy. Aha. Mal wieder. Wieso? Spiel! Wieso? Wieso packst du mir jetzt Groudon in die Fresse? Wieso? Das normale oder das? Das normale. Achso. Vielleicht krieg ich jetzt Kyogre. Oder Rayquaza. Ich kämpfe auch gegen Troy. Das hat mich fast gewone-shottet. Solange es nur fast ist. Ja, ich muss jetzt in den Pokémon reinwechseln. Okay. Ich kämpfe gegen Iguana. Ich werde es nicht schaffen. Du schaffst das irgendwie. Scheiße, Erdkräfte, Boden oder Gestein? Boden. Okay. Hat Groudon Gesteinsmoves? Ich weiß es nicht. Es könnte alles vorbei sein, wenn ich Pech habe. Ich will doch nur Groudon eingeben. Dragoran. Ich kämpfe gegen ein verdammtes Dragoran. Wir sind beide nicht so gut dran, ne? Nö, Dragoran war... Warte mal, Eis ist sehr tief auf Drache. Ja. Ja. Muss es versuchen, vielleicht frisst es sogar ein, wenn du Glück hast. Dracheflug ist es, oder? Ja. So, doppelt effektiv, vierfach. Aber es könnte Multischub haben, der erste Angriff könnte sehr schwach sein von dir. Also noch schwächer. Danach wird es dann mehr Damage machen. Okay. Ich guck mal kurz bei dir zu, wir wissen, wie viel Damage du machst. Okay, das könntest du gut schaffen. Ich mach genug. So, was hat Groudon? Es könnte noch Antikraft besitzen. Und wenn es das hat, dann ist wahrscheinlich, Doggedick tot. Okay. Pikachu kommt als nächstes. Was mache ich denn jetzt? Widerhall ist, glaube ich. Lass ich doch den Seitenschall, versuch mal Widerhall. Flammsturm, ja. Das wird wehtun. Wow. Oh, eine Crit hat sie gut getankt. Oder crittet Flammsturm immer? Nein, eigentlich nicht. Nicht, dass ich wüsste. Aber es burnt. Bis jetzt kannst du alle drei Tränke meinetwegen haben. Felinara war ein Evoli-Fee, ne? Mhm. Was ist auf Fee effektiv? Auf Fee Gift. Ich habe keinen Gift-Move. Boah, das dachte ich mir schon. Noch was anderes? Ich habe gerade andere Probleme, tut mir leid. Okay. Jetzt habe ich irgendwas geschlossen, weiß ich nicht. Wo sind denn die Typen schwächen da? Er hat Bodenmoves. Super. Er hat Feuermoves. Er will doch einsetzen. Stein. Andere Feuerpuppen oder Wasser. Wow. Ich hab grad so ein Riesenproblem hier. Ja, ich auch. Warum? Wie viel Schaden hat's Felinara ist böse, Diebeskuss. Ein Angriff? Nee, zwei. Das schaffst du nicht. Du kannst ja dich hochheilen dagegen. Na doch, noch ein bisschen weniger. Ich hätte gerne Top-Genesung gerade, aber irgendwie habe ich so viel Glück nicht.
Wie viel AP erplanscht du? Ich burne es. Es burn, nicht du. Ich burne es weg. Ich muss gerade so viel nachgucken, weil ich gerade so Angst habe. Noch ein Liebeskuss überlebe ich nicht. Ach, ich bin noch gar kein Togekiss. Ich bin auf jeden Fall Flugfee. Das heißt, ihr kriegt einen Bonus, wie stark ist. 40. Widerhall. Wie stark ist Widerhall Base, weißt du das? Nein. Keine Ahnung. Was ist Diebeskuss für einen Beruf? Heilt sie und ist ein Fehlangriff. Verdammt stark, oder? Nein, ich ist ziemlich schwach. Das ist gerade die Sache. Warum hast du dich gerade geheilt? Mit einer Beere. Das ist auch ein Heil-Item. Achso, hat er getragen. Ja. Okay, das ist kein Heil-Item. Nur was du einsetzt, direkt ist ein Heil-Item. Also, ich hab grad schon erschreckt. Auch ein 40er-Move. Inbiz könnte reichen. Zwar schon das vierte, das ich gerade bekämpfe, aber... Ronan ist tot. Sehr gut. Liebeskuss macht mir echt Probleme. Schaffst du es damit zu töten? Ist es tot? Ich sehe es nicht. Burn kommt noch. Ja, aber es heilt sich jetzt nochmal wieder hoch, das ist ja klar. Ja. War ich schneller? Ja. Dann Voltwechsel. Dann tatsächlich. Oder Ruckzuckieb. Nee. Warte mal, wie stark sind Paraboladung und Voltwechsel im Vergleich? Und 50. Dann, aber es hat keine Minus-Prio-Voltwechsel, desto langsamer dann bist, oder? Eigentlich nicht. Anwender kehrt nach dem Angriff mit atemberaubender Geschwindigkeit zurück. Versuch's. Ich finde gerade meine Effektivitätsliste nicht mehr wieder. Ah, ich hab's gefunden. Es hat immer noch ein verdammtes HP. Du hast ein Problem, ne? Ich habe ein riesiges Problem. Dein ganzes Team ist geschwächt schon. Ist es sein erstes Pokémon oder sein zweites wenigstens? Sein viertes. Ach so, du bist schon so weit. Ich würde aber, ich habe das erste gerade besiegt und überlege gerade, was ich machen soll. Karpilz. Oh. Ich hab's endlich K.O. Hat aber auch gedauert. Ich bin gerade so behindert gewesen, weißt du das? Nö. Ich bin gerade drin geblieben, weil ich dachte, oh, ich hab ein Flug-Pokémon, das ist der. Ist Taucher nicht eigentlich eine VM? Nicht nur einspielen. Okay. Ich kann Taucher erlernen. Alle, die im Kampf waren, haben den Level abbekommen. Luxio, Elektro, Pokémon wechseln. Ich hätte so Probleme bekommen.
Bis jetzt habe ich noch keinen Trank gebraucht. Ich auch nicht. Na doch, doch, ich habe schon einen benutzt. Oh Mann, mach nicht so viel Schaden, doofer Gegner. Das war mal ein Luxio. Und als letztes Bojelin. Ich bin gleich durch. Gut, ich werde gerade getrollt vom Gegner. Kein gutes Trollen. Crit von Ibadara. Was war denn Crit? Einen überlebe ich noch. Nein, bin ich dumm! Was ist passiert? Ich habe Stachelspore eingesetzt auf ein Pokémon, wo es keinen Effekt hat. Achso. Nein, es ist nicht gut. Ich habe nichts gegen das Pokémon. Wie viel AP hat Kopfnuss? Guck das mal bitte gleich nach, wenn du durch bist. Ich habe irgendein Pokémon mit Kopfnuss dabei. Hast du, glaube ich, nicht, oder? Doch, 15. Das schaffe ich nicht. Das kann ich nicht ausdauern. 15 AP, Stärke 70. Das kann ich nicht ausdauern. Das ist zu stark. Ich habe kurz überlegt, ich hätte unbedingt Jetchana dabei gehabt. Das kann sein, dass ich alles verliere jetzt. Und dabei ist nicht mein starkes Pokémon gerade drin. Okay. Gegen was kämpfst du? Ein Carpilz. Das ist aber alles geschwächt. Jetzt okay, kommt krass. Mein großer Counter, Nidoking. Der müsste sehr, sehr fit. Kritte mich. Danke, Spiel. Ist Carpets Pflanze oder Käfer? Pflanze, ne? Pflanze, Elektro. Wenn mich nicht alles täuscht. Elektro? Bitte? Pflanze Kampf. Echt Pflanze Kampf? Ja. Warum sollte Elektro sein? Weiß ich nicht. Oh, Mavis hat einen guten Move. Ich bin durch. Hast alle Tränke für dich. Wie viele Pokémon hat er noch? 3 oder 4. Weberak. Weberak ist Käfer. Naja, ich überlege, was ich... Vielleicht Käfergift. Kann ich mal ein bisschen mit Lavita rein. Ja, Käfergift. Echt? Gift hätte ich nicht gedacht. Er hat noch 4 Pokémon. Jetzt habe ich 3 Pokémon, die Antikraft können. Ich weiß gar nicht, was ich hochheilen soll. Ich muss irgendwas hochheilen, um safe dann nochmal für gleich was zu haben. Ich heile mit dem Hypertrank meine Polion hoch. Okay. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie Angst, dass gleich noch irgendwas kommt. Was habe ich noch? Habe ich noch eins? Wie habe ich bis jetzt eingesetzt ein Item? Bitte helft mir da mal. Ich glaube 2. Ich glaube auch. Und du hast vorhin irgendwas von der Top-Genesung gesagt. Nee, ich hätte gern einen, habe ich gesagt gehabt. Achso. Warum ist das Weberak selbst für Lavita relativ stark gewesen? Linminip. Typ. Soll ich nachgucken? Ich guck nach. Glaube ich schneller. Ich darf nur jetzt keinen Fehler machen. Das zeigt sich mal wieder, dass ich schlecht bin. Pflanze. Okay. Zeigt sich mal wieder, dass ich so im Allgemeinwissen ziemlich schlecht bin. Wenn das weiter so geht mit den Pokémon wie Limbinip, da habe ich keine Probleme mehr. Limbinip müsste ich one-shotten können. Naja. So. Was ist das nächste? Hariyama. Hariyama ist stark. Ja, das hilft mir nicht weiter.
die Info. Okay. Ist aber nicht, aber Kampf ist nicht selbst auf Gift. Das stimmt, aber Gift ist effektiv auf Kampf, wenn mich nicht alles täuscht. Nein. Nicht? Nein. Oh, schade. So, ich werde mich jetzt nicht heilen und hoffe, dass ich den nächsten Angriff überlebe. Wirbelwind! Ist das gut oder schlecht? Nicht Mavis! Okay. Kampf auf Pflanze, Flug? Nicht so effektiv. Ich habe noch ein Heil-Item, oder? Ja. Ich habe leider... Ich oder hast du eben gerade geheilt? Ich glaube, ich habe noch eins. Ich glaube, ich habe diesen Kapitel Hypertanker eingesetzt und ich habe noch einen. Ich habe drei gehabt am Anfang. Ich müsste noch einen haben. Okay. Kann ich denn überhaupt mit Pflanze viel gegen ausrichten, ist gerade die Frage. Hier kriegst du noch einen Eschern. Die TM. So, ich habe jetzt keinen Trank mehr. Ich muss jetzt nächsten meinen Pokémon mit dem schaffen, was ich noch über habe. Und der darf jetzt nicht viel Schaden machen, der Typ. Abschlag. Ja. Wieder back to HP, weil er Crit-Abschlag machen musste. Okay, es kann sein, dass wir ein Team mit dir jetzt verlieren, weil ich angreife. Okay. Ja. Und welches? Silimantur und... Okay, er macht wieder Wirbelwind. Bitte nicht das verbrannte Pokémon. Okay, es ist Nidoking wieder drin. Okay. Das Problem ist halt, wenn er jetzt Abschlag macht, könnte es sehr, sehr viel Schaden machen. Er macht Abschlag. Ich hab's überlebt. Also ich könnte entweder Risky spielen, einfach angreifen, weil ich schneller bin. Mit Giftschock. Und wenn ich ihn nicht töte, ist Nidoking tot. Okay. Oder ich wechsle raus. Ich überlasse es dir. Ich kann dir da nicht helfen. Ich habe genug dumme Sachen schon getan. Das weiß ich. Ich hoffe, er macht jetzt keinen Wirbelwind. Und noch keinen Abschlag, bitte, wenn es geht. Wirbelwind. Wer kommt rein? Okay. Ich gehe mal in die Stadt schon zurück. Es bleibt nur noch Wirbelwind. Ich habe Angst halt, dass gleich Mavis reinkommt und durch den Höhen stirbt. Dann töte es vorher. Du bist witzig. Wie denn? Er wechselt immer wieder raus Pokémon, die es nicht töten können oder langsamer sind. Du musst natürlich wieder wechseln, da kommt wieder Wirbelwind. Wieder. Okay. Wer kommt rein? Hör auf, Lavita reinzuholen. Bitte. Lavita hat dir nichts getan. Ich glaube, das ist berechenbar, wer reinkommt. Nee, Wirbelwind ist Zufall. Okay. Okay, wie viel Schaden macht das? Oh, geil, nice. Okay, ich schaffe Hariyama. Uhu. So. Das letzte Pokémon entscheidet. Was ist das letzte Pokémon? Kann man auf dem Stallpass was encountern, Pokémon technisch? Ja. Ja, kann man. Cool. Soll ich schon weitermachen oder nicht? Ja, nee, warte bitte. Oder weiß nicht, geh heilen, mach irgendwas. Ich hab mich schon geheilt. Oh, sorry. Letzte Pokémon ist Hundemon. Hundemon. Feuer und Licht. Mhm. Ich muss jetzt mit Empoleon kämpfen. Er trifft mich halt normal und ich treffe ihn sehr effektiv. Aber das müsste ihn eigentlich töten, One-Hit, oder? Ja!
Ich hätte übrigens vorhin Grodon wahrscheinlich sogar fast gewonnen hätte mit Empoleon. Okay. Wenn er nicht Dürre gehabt hätte. Das ist böse. Dann rede mal zu Ende in Ruhe. Was, warum bist du schon wieder da? Weil ich hier die ganze Zeit rumlaufe, auf dich warte. Hast du das Item dort schon geholt? Ja, da unten. Was war das? Ein Eschern. TM. Oh. Das wäre gegen dich eine sehr gute TM, so viel Bären, wie du benutzt. Ja. Ich wollte nur noch Feuer-Pokémon, die es einsetzen können. Habe ich. Ich nicht. Dann ist hier an der Wand auch noch eins. Eine TM. Keine TM, ein Protein war da, glaube ich. Okay. Ich. Falls du es erholen möchtest. Du bist gerade ganz rechts, ne? Ja, ganz rechts. Ich habe gerade immer diese scheiß Sequenz. Wie kommt man denn da unten noch ran? Muss man einmal außen rumlaufen, oder? Nee, viel einfacher. Du gehst einfach. Hier in der Ecke die Treppe runter. Alles gut. Ich hab's gerade gesehen, als du es gesagt hattest. Und dann liegt die da versteckt. Wäre voll lustig, wenn da jetzt bei mir irgendwas Cooles drin sein würde. Alles hat nicht funktioniert, aber das ist gerandomized. Da ist damit mal Hyperstrahl drin. Das will ich nicht haben. Ich will Ableitieb. Ableitieb ist wie Diebeskuss, nur für Kampf-Pokémon. Okay. Und der Typ hier, der halte ich dann gleich. Echt? Cool. Dann musst du ja nicht... Ach, deswegen warst du so schnell zurück, ne? Ja. Und hier ist noch ein Zink versteckt. Du hast echt Zeit gehabt, alles nur zu durchforsten, ne? Ja. Hier unten geht's dann gleich weiter. Putsch ist noch ein bisschen näher als Mikro ran. Welches Level sind deine Pokémon so? Ich weiß, dass eins von der schon 30 ist. Joa, 27, 26, 29, 29, 29 und 29. Ja, sind ungefähr gleich bei uns. Ja. Obwohl deine, ja, sind ungefähr wirklich gleich. Das wird noch ein Spaß. So wie du sagtest. Ich weiß nicht, ob ich Lavita mit in die Arena nehmen möchte. Das kann ich dir auch nicht verraten.